Wenn man Eisbären sucht, was ist wichtig? Je mehr Leute gucken, desto größer ist die Chance, dass einer was entdeckt. Die Landschaft ist groß, Eisbären sind klein im Vergleich. Das heißt, wenn jeder ein bestimmtes Terrain sich unter das Fernglas nimmt, dann ist die Chance natürlich höher, dass man erstmal so einen Kandidaten entdeckt. Ein Kandidat, den sieht man meistens schon auf 3, 4, 5 Kilometer Entfernung, allein aufgrund der Farbe und der Größe. Dann berät man sich, ja, bin auch der Meinung, dann kommt es fast zu sowas wie einer Abstimmung. Und dann entscheidet man sich, ja, fahren wir dich da ran oder bleiben wir auf dieser Seite. Und dann stellt sich irgendwann raus. Direkt vor dem Schiff, ungefähr 600-800 Meter bisher. Also ich bin schon beeindruckt von der Größe, von der Art der Bewegungen auch. Ja, es ist schon faszinierend. Also beeindruckend, irrsinnig schön. Wahnsinn. Ja, toll. Oh, that has been a fantastic experience. We have enjoyed it with my husband. We loved it. Thank you very much for giving us this opportunity.